Hallo und herzlich willkommen zur Bekanntgabe der Nominierungen zum 72. Deutschen Filmpreis. Wir sind Lea van Acken, Maria Erich und zusammen mit Lukas Reiber sind wir die BotschafterInnen des Deutschen Filmpreises. In dieser Funktion übernehmen wir heute die ehrenvolle Aufgabe, zusammen mit der neuen Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth, und dem neu gewählten Präsidium der Deutschen Filmakademie, Alexandra Maria Lara und Florian Gallenberger, die Nominierungen bekannt geben zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir senden heute hier live aus dem Kino in der Kulturbrauerei. Und bevor es jetzt gleich losgeht, die Akademiemitglieder durften in diesem Jahr aus 46 vorausgewählten Filmen ihre Nominierungen bestimmen. Und wie in jedem Jahr hat unser Notar die Stimmzettel ausgewertet und hat uns nun hier heute die Umschläge mit den Ergebnissen bereitgestellt. Und wir drücken allen Filmen die Daumen und freuen uns jetzt sehr. Lea, lass uns anfangen. Nominiert in der Kategorie Beste männliche Nebenrolle sind erster Umschlag Godehard Giese in Niemand ist bei den Kälbern, Henry Hübchen in Leander Hausmanns Stasi-Komödie, Alexander Scheer in Rabbi Jekornas gegen George W. Bush und Jörg Schüttauf in Lieber Thomas. Nominiert in der Kategorie Beste weibliche Nebenrolle sind Jella Haase in Lieber Thomas, Sandra Hüller in Das schwarze Quadrat und Anja Schneider in Lieber Thomas. Nominiert in der Kategorie Bestes Kostümbild sind Janina Brinkmann für Leander Hausmanns Stasi-Komödie, Tanja Hausner für Große Freiheit, Birgit Kilian für Rabbi Jekornas gegen George W. Bush und Annegret Oehme für Lieber Thomas. Nominiert in der Kategorie Bestes Maskenbild sind Grit Kosse und Uta Spiekermann für Rabbi Jekornas gegen George W. Bush, Heiko Schmidt für Große Freiheit und Uta Spiekermann und Grit Kosse für Lieber Thomas. Nominiert in der Kategorie Bestes Szenenbild sind ich dachte, es geht schneller so. Mirna Drews für Lieber Thomas, Lothar Holler für Leander Hausmanns Stasi-Komödie, Susanne Hopf für Rabbi Jekornas gegen George W. Bush. Nominiert in der Kategorie Beste Kamera Bildgestaltung sind. Wir hängen so ein bisschen. Ne? Johann Feind für Lieber Thomas, Christelle Fournier für Große Freiheit, Claire Maton für Spencer. Nominiert in der Kategorie Beste visuelle Effekte sind Dennis Behnke für Leander Hausmanns Stasi-Komödie, Thomas Löder für Rabbi Jekornas gegen George W. Bush, Dennis Redkowski, Markus Frank, Thomas Eichet für die Schule der magischen Tiere. Nominiert in der Kategorie Bester Schnitt sind Bettina Böhler für AEIOU, das schnelle Alphabet der Liebe, Johanna Skrinzi für Große Freiheit und Gisela Zick für Lieber Thomas. Nominiert in der Kategorie Beste Filmmusik sind Ali N. Askin für Peterchens Mondfahrt, Annette Fox für Wunderschön, Johannes Rebka und Cenk Erdogan für Rabbi Jekornas gegen George W. Bush. Nominiert in der Kategorie Beste Tongestaltung sind Andreas Hildebrandt, Philipp Vorberg, Matthias Lempert für In den Offizien, Bertin Molz, Thorsten Bolzé, Mario Hubert, Marco Hanelt,
Benedikt Uebe für Fly, Michael Schlömer, Paul Rischer und Martin Steyer für Axiom, Jonathan Schorr, Dominik Leube, Gregor Bonse und John Gürtler für Niemand ist bei den Kälbern. Nominiert in der Kategorie Beste männliche Hauptrolle sind Faber Dieng in Tubab, Franz Rogowski in Große Freiheit und Albrecht Schuch in Lieber Thomas. Nominiert in der Kategorie Beste weibliche Hauptrolle sind Sarah Fasilat in Nico, Melton Kaptan für Rabir Kurnas gegen George W. Bush, Saskia Rosendahl für Niemand ist bei den Kälbern und Ursula Strauss in Le Prince. Nominiert in der Kategorie Bestes Drehbuch sind Thomas Reider, Sebastian Meise für Große Freiheit, Laila Stieler für Rabih Kurnas gegen George W. Bush und Thomas Wendrich für Lieber Thomas. Nominiert in der Kategorie Beste Regie sind Andreas Dresen für Rabih Kurnas gegen George W. Bush, Andreas Kleinert für Lieber Thomas und Sebastian Meise für Große Freiheit. Einen ganz, ganz großen herzlichen Glückwunsch an alle Nominierten. Guten Morgen auch von uns. Zunächst einmal möchte ich gerne allen Kolleginnen und Kollegen von Herzen gratulieren. Wie Sie mitbekommen haben, wir sind neu im Amt und wir sind sehr, sehr froh, heute diese aufregenden, besonderen Minuten auf diese Art und Weise miterleben zu können. Und wir freuen uns auch sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit mit unserer Kulturstaatsministerin, Frau Claudia Roth, die ich hiermit herzlich willkommen heißen möchte. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch auf die Zusammenarbeit und gratuliere auch meinerseits allen Nominierten. Und ich gratuliere für wirklich herausragende, großartige künstlerische Leistungen. So, ich freue mich, es ist mir eine Ehre und eine Freude, dass ich zum ersten Mal hier zusammen sein darf, in diesem wunderschönen Kino, zusammen mit der Präsidentin und mit dem Präsidenten, mit Alexandra Maria Lara, mit Florian Gallenberger. Ehrlich gesagt, ich bin ziemlich aufgeregt, die beiden sind Profis, die nicht. Aber ja, es ist spannend und ich glaube, es wird richtig, richtig, richtig spannend sein, weil es sind großartige Filme, die dieses Jahr im Rennen für den Filmpreis sind. Ja, genau. Und bevor wir jetzt gleich rausfinden, welche Filme nominiert sind für die Hauptpreise, also die Preise als beste Filme, haben wir noch zwei Kategorien, wo die Gewinner bereits feststehen. Das ist zum einen die Lola für den besucherstärksten Film. Und da darf ich von ganzem Herzen meinem Regiekollegen Gregor Schnitzler und den Produzentinnen Maike und Alexandra Cordes für ihren wunderbaren Film Die Schule der magischen Tiere gratulieren. Der Film hatte über 1,7 Millionen Zuschauer in den deutschen Kinos. Und das ist natürlich großartig und das ist genau das, was wir uns für den deutschen Film wünschen. Und es gibt noch einen weiteren Preisträger, den Ihnen jetzt Claudia Roth verkünden wird. Ja, es gibt einen Ehrenpreisträger. Und was wäre der Film ohne Bilder? Das weiß der Nichts. Präsident sehr genau und die Präsidentin auch. Und deswegen freue ich mich sehr, den Ehrenpreisträger bekannt geben zu dürfen. Es ist ein Mann, der uns seit den 70er Jahren mit ganz fantastischen Bildern bereichert. Die Auszeichnung geht an den Kameramann Jürgen Jürges. Wie kaum ein anderer Kameramann hat er den deutschen und den internationalen Film mitgeprägt und er hat wirklich mit dem Who is Who, mit den renommiertesten Regisseuren zusammengearbeitet. Mit Rainer Werner Fassbinder, mit Robert van Ackeren, mit Volker Schlöndorff, mit Michael Haneke, mit dem wunderbaren Helmut Dietl, der irgendwie heute sicher auch dabei sein wird, aus dem Himmel oder bin nicht sicher, wo er ist. Wim Wenders, mit dem Jürges auch arbeitete, hat in einer Laudatio, die er auf ihn gehalten hat, 2002, als er nämlich zum Ehrenkameramann erklärt worden ist, hat er gesagt, ich zitiere, er ist
Meister in der Kunst der Kameraführung. Lieber Florian, haben Sie auch Erfahrung gemacht mit ihm? Ist er Meister? Ja, absolut. Ich habe meine ersten drei Filme mit Jürgen machen dürfen. Und unter anderem John Raabe, der damals beim Deutschen Filmpreis die Goldene Loder für den besten Film gewonnen hat. Und ich habe von niemandem so viel gelernt wie von Jürgen. Jürgen ist natürlich ein herausragender Kameramann, aber er ist vor allem auch ein einzigartiger Mensch. Integer, loyal, feinfühlig. Er ist einfach ein zauberhafter Kollege. Und ich freue mich so wahnsinnig über diesen Preis für ihn und gratuliere dir von ganzem Herzen, lieber Jürgen. Dem bleibt eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen, außer dass Jürgen auch ein Gründungsmitglied der Deutschen Filmakademie war und ist. Und lieber Jürgen, ich kann nur sagen, Ehre, wem Ehre gebührt, herzlichen Glückwunsch. Und jetzt möchten wir Sie aber auch nicht länger auf die Folter spannen. Wir möchten uns jetzt gerne den noch ausstehenden Nominierungen widmen in den noch offenen Kategorien. Und wir fangen an mit bester Kinderfilm. Ja, mit dem besten Kinderfilm habe ich mir auch nicht träumen lassen, dass ich mal so einen Umschlag aufmachen darf. So. Die Spannung steigt. Wobei Kinderfilm ist wirklich was Großartiges, wirklich sagen. Ohne Kinderfilm wäre ich nicht so, wie ich bin. Jetzt kann man fragen, ob das gute Filme waren. So, nominiert ist Der Pfad, Produktion Daniel Ehrenberg, Ari Entertainment, Warner Bros. Film Productions Germany, Lemming Film Germany, Regie Tobias Wiemann, Buch Rüdiger Bertram, Jitte Merle Börnsen. Ich gratuliere. Und Die Schule der magischen Tiere. Produktion Alexandra Cordes, Maike Cordes, Cordes und Cordes Film Süd, Leonine Studios, Vega Film, Clever Production, Regie Gregor Schnitzler, Buch Viola Schmidt und John Chambers. Ich gratuliere auch. So, wir machen weiter mit dem besten Dokumentarfilm. Jetzt darf ich auch so ein Kuvert aufreißen. Das ist cool, ne? Ja. So, nominiert in der Kategorie bester Dokumentarfilm sind The Other Side of the River, Produktion Frank Müller, Antonia Kilian, Guevara Namer, Doppelplus Ultra Filmproduktion, Pink Shadows Films, Regie Antonia Kilian. We Are All Detroit, vom Bleiben und Verschwinden. Produktion Michael Löken, Ulrike Franken, Filmproduktion Löken-Franke, Regie Michael Löken und Ulrike Franke. Herzlichen Glückwunsch. Und der dritte nominierte Film, Wem gehört mein Dorf? Produktion Marcel Lenz, Guido Schwab, Ostlich, Filmproduktion und Regie Christoph Eder. Wir gratulieren. So, wir kommen zum besten Spielfilm. Gott. Ach, du hast keins aufreißen dürfen. Das ist mir zu spät aufgefallen. Beim nächsten Mal. So. Jetzt, genau. Nominiert für den besten Spielfilm sind Contra, Produktion Christoph Müller, Tom Spieß, Konstantin Filmproduktion, Mythos Film, Produktion Seven Pictures Film, Regie Sönke Wortmann und Buch Doron Wisotzki. Große Freiheit, Produktion Benny Drechsel, Rohfilm Productions, Freibeuter Film, Regie Sebastian Meise, Buch Thomas Reider und Sebastian Meise. Herzlichen Glückwunsch. Der dritte Film, der nominiert ist, Lieber Thomas. Produktion Michael Souvignier, Till Derenbach, Zeitsprung Pictures, Regie Andreas Kleinert, Buch Thomas Wendrich. Ich gratuliere. So, jetzt geht's weiter mit dem vierten nominierten Film und das ist Rabih Kurnaz gegen George W. Bush. Produktion Claudia Steffen, Christoph Friedl. Pandora Filmproduktion, Iskremas Filmproduktion, Cinema de facto. Regie Andreas Dresen, Buch Laila Stieler. Spencer, Produktion Jonas Dornbach, Janine Jakowski, Maren Ade. Komplizenfilm Fabula, Shoebox Films, Regie Pablo Larrain, Buch Stephen Knight. Herzlichen Glückwunsch. Und der sechste nominierte Film, Wunderschön. Produktion Lothar Hellinger, Christopher Doll Hellinger, Doll Filmproduktion, Regie Caroline Herfurth, Buch Lena Stahl, Monika Fessler, Caroline Herfurth.
Wir gratulieren. Und hier sind nochmal alle 6 nominierten Filme für den besten Spielfilm auf einen Blick. Ja, wir gratulieren ganz herzlich all den Nominierten und jetzt. Jetzt freuen wir uns. Jetzt freuen wir uns. Und ich bin mir ziemlich sicher, es wird eine mega, mega, mega schöne, da sorgt die Präsidentin und der Präsident für Veranstaltung und es wird vor allem sehr, sehr spannend, die Verleihung. Ich freue mich von Herzen drauf. Also wir drücken euch, den Nominierten und natürlich auch euren Filmteams von ganzem Herzen die Daumen. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn Sie einschalten am 24. Juni um 22.45 Uhr im Ersten werden wir die Sieger küren. Ja. 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 Danke fürs Zugucken. Herzlichen Ciao. Glückwunsch. Ciao.